Wir haben halt dieses große Feld der Spiritualität, der Esoterik und wir haben auch diese Begriffe. Ne? Es ist so, die Ja. Begriffe sind einfach so, da ist irgendwas im Kopf und es ist ja so schwer, dass wenn du etwas sagst, dass das, was du meinst, auch wirklich so ankommt. Und Ja. was das ein großes Problem ist, was ich sehe, ist, dass viele Menschen, wenn man mit denen redet, man sagt etwas und es ist ja auch so schön, die meisten Prozent denkt man, was sage ich als nächstes? So, ich glaube, das habe ich letztes Mal gehört, so 40% denken Leute, was sage ich als nächstes? 40%, wann sage ich das, was ich sage als nächstes? Und 20% höre ich wirklich zu. Und dann ist es halt super schwer, mit den 20%, die ich zuhöre, zu schauen, was ist da eigentlich wirklich die Essenz aus? Oder kann ich einfach nur dagegen gehen? Wenn man jetzt mit sehr extremen Menschen redet, dann hat man ja gar keine Chance, überhaupt einen Satz zu sagen. Und sofort kommt irgendwie rein ins Wort und dann ist man schon im Dialog oder im Streit. Und das ist auch was in Ja. YouTube-Kommentaren häufig, deswegen sind die ja auch häufig so irreführend, passiert. Es wird gar nicht zu Ende geschaut, so einmal Ding und dann zack, Kommentar, das, nee, so, so, so und dann baust du das auf und so weiter. Ganz genau. Also häufig, wie du sagst, Missverständnis. Häufig sind sehr wichtige Missverständnisse, wenn wir einfach verstehen würden. Und deswegen auch Selbsterkenntnis. Wenn wir uns erkennen, den Gegenüber erkennen, verstehen, dann ist so viele Probleme, ist einfach schon gar nicht mehr da. Kommunikationskultur, ne? Und wenn du dich selbst erkennst, den anderen erkennst und die Verbindung zwischen euch auch siehst, was uns verbindet, statt was uns trennt. Ja? Wenn man sich diese Frage stellt, was verbindet mich mit dem anderen und was trennt mich stattdessen, ne? Das würde auch, denke ich, schon ein bisschen aufeinander zugehen bewirken. Ne? Aber es ist halt, weißt du, wenn ein Mensch so nur so kategorisch in zwei Bereichen denken kann, also schwarz oder weiß, spricht sehr viel dafür, dass er auch traumatische Erfahrungen gemacht hat. Ja, ein Mensch, der differenziert denken kann, man sagt dazu multiperspektivisch denken kann. Das heißt, ich kann den Standpunkt des anderen auch mal einnehmen, gefühlsmäßig, und nachvollziehen, warum der sowas sagt oder so fühlt oder so denkt. Ja, ich kann aber auch wiederum meinen Standpunkt einnehmen. Ich kann also sozusagen einen Perspektivenwechsel innerlich vollziehen. Das können leider noch nicht so viele. Die meisten sind wirklich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, aufgrund von Leiterfahrung, Trauma und so weiter, und kämpfen im Überlebensmodus. Der Körper befindet sich im Dauerüberlebensmodus und das schränkt natürlich unsere Wahrnehmung extrem ein. Man ist dann nur noch, man guckt selektiv in die Welt und schaut, was kann jetzt mir und meinem Überleben dienen, beziehungsweise was kann mir helfen, mich zu beruhigen. Das können Drogen sein, das können, was weiß ich, wechselnde oberflächliche Beziehungen sein, das kann eben sich mit irgendwelchen Medien beschäftigen, also Channel-Medien, das können esoterische Konzepte sein, oder man zieht sich mit Gleichgesinnten in irgendwelche, ja, was weiß ich, irgendwelche Gruppierungen so zurück und meditiert dann zusammen. Jetzt werden wieder sagen, ja, Meditation ist schlecht, das habe ich nicht gesagt, ja, das ist aber der Punkt. Ja, ich will nur sagen, all das dient ja dazu, irgendwie sich selber zu stabilisieren und sich selbst ein gutes Gefühl zu vermitteln. Aber das Problem ist, der Alltag bleibt. Für mich ist der Alltag die Arena, die eigentliche spirituelle Arena, der Alltag. Diese Auszeiten sind wichtig und notwendig, um sich erstmal zu stabilisieren, keine Frage. Sollte man sich auch nehmen, wenn man das Bedürfnis danach hat, finde ich wichtig. Nur es ist ja keine Dauerlösung. Es ist wie Urlaub. Man macht das mal, aber es gibt ja noch andere Aspekte vom Leben. So, also deswegen, das meine ich mit vermeiden. Man vermeidet den eigentlichen Alltag, der aber die Arena ist. Und der zeigt, ob du bestimmte Sachen für dich so tief verinnerlicht hast, also als Konzept, als Idee, als ja, Weltbild oder eben nicht. Ja. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.